Folge 43 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land. Was war unsere Aufgabe? Wir hatten letztes Mal geschaut, ob alle Plätze hier, so Mülldeponien und sowas, frei sind. So wie hier, Gebäude leert sich, alles ist prima. Und wir müssen schauen, was wir jetzt noch machen. Hier unten waren wir da auch, weiß ich nicht. Gucken wir mal nach, was ist hier für ein Problem? Ne, das ist wohl nicht das Richtige. So, mal reinscrollen, da ist es. Nicht genügend Kunden, okay, dann müssen wir da ein bisschen schauen, dass wir das hinkriegen, dass da mehr Kunden sind. Das heißt, die bräuchten ja auch mehr Bewohner, aber Bewohner sind gerade nicht gefragt, sondern Industrie und Kommerz ist eher gefragt. Lass uns mal gerade umschalten hier auf das. Also Industrie können wir definitiv hier zum Beispiel den Flügel da noch reinmachen. Dann kriegen wir auch mehr Industrie, ne? So, mal gucken, ob der Balken da runter geht. Ach, wir sind noch die ganze Zeit in der Pause, dann kann nichts passieren, ne? So, jetzt wird der Balken aber tatsächlich schon kleiner, oder? Ja. Jetzt müssten wir dann Kommerz noch ein bisschen machen. Würde ich jetzt tendenziell hier in dieser Kreuzung noch was machen mit Kommerz. Und zwar den hohen. Können wir hier noch ein bisschen erweitern. Ja, das war hier eigentlich schon verkehrt, ne? Aber naja, ist halt so. So, der Kommerz kriegt auch seine Plätze. Das ist nur die Frage. Ein bisschen mehr kippen, ne? Ob. Was wir hier hinten hinbauen. Weil hier unten ist ja alles Industrie. Das ist ja auch nicht so toll, ne? Baut man jetzt hier zum Beispiel auch weiter Industrie oder doch Wohngebiete? Hier haben wir schon Wohngebiet. So, da haben wir flache Gebäude genommen, ne? Okay, das ist aber jetzt gerade noch nicht vonnöten, aber immer noch Industrie. Dann machen wir das doch, oder? So, die kriegen jetzt da noch mehr Raum. Und der Kommerz könnte hier oben noch was kriegen. Da machen wir aber niedrigen Kommerz hin. Ist das schon so passend? Ja. Hier haben wir jetzt nichts. Da war eine Kreuzung, deswegen haben wir das da gemacht. Die beiden Straßen sind da verbunden. Ja. Geht hier noch mehr? Gucken wir mal, ne? Da geht auch noch was. Mach das mal weg und dann machen wir das da noch hin. Das ist ja eine Feuerwache wahrscheinlich, ne? Ja, da wird nichts mehr weiter gebaut werden, ne? Hier geht noch was. Und da auch. Ja, nach der letzten Umbauaktion war das wahrscheinlich möglich, dass hier noch mehr hingeht. Also, dass da grüne Häuser sind, ist ein bisschen verkehrt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das hier zustande kommt, dass das so ist. So, jetzt passt's auch. Da ist noch eine Kachel. Okay, blau ist immer noch favorisiert. Dann kommt da noch ein blau hin. Hier. Hier kann man auch, die Kunden können ja auch zu Fuß kommen, oder? Muss ja kein Auto unbedingt hin. Machen wir da auch noch hin. Weiß zwar nicht, wofür die Flächen jetzt hier frei waren. Wahrscheinlich um andere Dinge hinzubauen, aber können das ja auch mal so machen, ne? Ja, geht soweit. Hier ist noch frei, da müssen wir wahrscheinlich was anderes bauen, so sag schon, ne? Also, warte mal, hier können wir noch
Aber wir haben jetzt alle Balken unten, also brauchen wir gerade nichts machen. Lassen wir dann auch sein. Das können wir beim nächsten Mal noch machen. Hier wütet ein Feuer. Das ist natürlich nicht so toll. Wie sieht es denn da mit Brand aus? Gar nicht hier, überhaupt nicht. Können wir das denn da irgendwo noch hier hinbauen? Also hier fehlt sie ja komplett. Man würde schon Sinn machen, hier noch einen hinzubauen. Dafür muss man was abreißen. Ich mach's aber. Besser ist das. Auch wenn das Feuer jetzt weg ist. Aber da fehlte definitiv ja was. So. Hier oben gibt's kein Wasser. Okay, dann müssen wir da noch ein bisschen weiter die Leitung ziehen. So, jetzt sollte es passend sein. Na, geht's weg? Jetzt muss weggehen. Das zweite geht auch weg. Oder? Ja. Und da ist Kriminalität tatsächlich. Ja, es ist schon nicht leicht. Aber wir haben keine hier, ne? Gar keine. Das bedeutet, wir basteln die mal hier hin. Damit das auch läuft. So, dann sollten die Räuber da auch gefasst werden. Und dann können wir das mal ausmachen. Wie sieht es mit Bildung aus? Ist hier keiner? Dann sollten wir das da noch reinbringen, oder? Wow. Ich fehlt hier ja komplett, ne? Ja, komm, machen wir sie da hin, oder? Da geht's dann bis zur Straße. Lass uns das da hinsetzen. Da hinsetzen. Und eine hier hinsetzen. Dann passt das schon. Hier hinten gibt es auch keine Grundschule. Die müsste dann hier so hin, ne? Dafür müssten die Häuser abgerissen werden. Da ist ein Weg, der ab und her. Wege wollen wir nicht abreißen. Machen wir so. Die Bildung ein bisschen voranbringen. Da ist ja schon. Okay, soll werden, oder? Okay, lassen wir so. Ist hier oben schon eine Schule? Nee, da ist keine Schule. Dann müsste die hier so... Nee, die Straße geht ja da unten drunter her. Dann wäre das eher hier. Und da oben... Auch das passt schon erstmal. Die sind ja alle glücklich. Vielleicht ist das Grüne nicht das Entscheidende, ne? Könnte auch sein. Hier fehlt's. Aber da haben wir doch gerade was gebaut. Das sollte werden, oder? So, das war noch eine Grundschule, ne? Und dann kommt hier die Oberschule. Mal gerade rauszoomen. Ja, hier fehlt wohl noch eine Oberschule. Die wird da super hinpassen, ne? Ich baue die da einfach jetzt hin, oder? So wie es aussieht, ist das Einzugsgebiet nicht nur das Grüne, sondern auch weiter. Sonst würden die da nicht alle schreien, oder? Ist schon komisch. Das ist die Uni. Haben wir eine Uni? Da gibt es grüne, blaue Häuser. Das heißt, da gibt es eine Uni, oder was?
Ja, ist schon komisch, wir haben aber gar keine. Ja, ist keine Uni da. Wo macht man eine Uni hier hin? An einem zentralen Ort müsste die sein. Wo zum Beispiel eine Dingens kommt, wie hier eine U-Bahn-Station. Da ist kein Platz. Hier ist kein Platz. Und die nächste U-Bahn-Station ist hier. Da ist aber auch kein Platz für die Universität. Die müsste man dann da in der Nähe hinbauen, ne? Jetzt sollte man von hier noch nach da eine Uni, eine Straßenbahn bauen, ne? Und wo baut man dann die Uni hin? Hier passt sie leider nicht hin. Gegenüber auch nicht. Obwohl sie hier gerade irgendwo grün war, aber dann reißt. Na, warte mal, hier geht's hin. Dann bauen wir doch hier die Uni hin, oder? Zack. Und dann müssen wir die noch vernünftig anbinden mit einer U-Bahn-Station. U-Bahn-Gleise. Die will ich dann von hier natürlich losbauen, ne? Die geht aber oben, also da passt was jetzt gerade nicht, oder? Ich will die doch am Keller bauen und nicht da oben. Das ist eine Bahn bauen, aber die Gleise? Was passt denn da gerade nicht? Das ist die U-Bahn-Station. Das ist eine U-Bahn-Station. Warte, lass uns erstmal die U-Bahn-Station da hinsetzen. Wo ist die Uni jetzt? Hier. Das bedeutet, wir machen die... Wo geht denn da eine Straße rein? Die kommt von da hinten oder von hier vorne. Auf dieser Seite geht keine rein, aber hier gibt es einen Fußweg, der daneben ist. Dann würde ich die ja mal ganz einfach hier hinbauen. So, und dann... Hä? Wie habe ich denn sonst das verbunden hier? Ist doch nicht jetzt richtig, oder? Der reißt doch alles ab dann, oder? Steht jetzt keiner so wirklich, ne? Warte mal, lass uns mal die ein bisschen geschwungener bauen. Wo geht's los? Da immer noch gut. Passt doch, oder? Alles ist gut. So, und dann brauchen wir noch eine U-Bahn-Linie. Das war schon richtig, aber alles auswählen hier. Hä? Ach so. Jetzt müssen wir noch eine U-Bahn bauen, die von hier nach da fährt. Und von da wieder nach da. So, dann ist die zu. Okay, und dann müssen wir mal gucken. Es war jetzt die U-Bahn. Ist der Design, ne? Genau. Fahrzeuge 1. Heute erst nur ein Fahrzeug, glaube ich. Wird nicht weniger? Doch. Da müssen nicht zwei fahren, da reicht erstmal eine, glaube ich. Da unten stehen schon mal drei erstmal. Und 150 können ja mitfahren. Und die ist ja relativ fix eigentlich, oder? V
Vampire sind schon drinne und der fährt sie. Können wir mal beobachten. Gibt ja nur zwei Haltestellen. Da unten stehen so ein paar Leute. Sieht doch ganz gut aus, oder? So, die steigen da jetzt aus. Und da unten kommen schon 14 Leute hin. Wir müssen gucken, dass wir da unten auch noch eine Bushaltestelle bauen, auf jeden Fall. Dass da eine Wechselstation kommt. Da ist die Bushaltestelle. Aber die braucht uns jetzt nichts. Aha, Bushaltestellen sind auf falschen Seite. Jetzt steigen erstmal schon mal 44 Leute ein. Die meisten sind wahrscheinlich von der Uni. So, und die Bushaltestelle ist ja hier. Können wir die denn jetzt anpacken und mal rüberziehen? Nee, ne? Dann geht das nur so. Geht nur so wahrscheinlich, ne? Und dann dahin. Und die setzen wir mal dahin. Weil dann ist der Fußweg dahin besser. Gut, wie, da gibt es auch eine Bushaltestelle. Ach, ist eine grüne Linie. Sehr interessant. Dann bauen wir die doch dahin, oder? Zur Uni. Ha? Das war jetzt nicht so gut, vielleicht der Rückstau dann, ne? Dann bauen wir sie neben der Uni dahin. Also hier unten sieht es schon mal sehr stark aus, als ob das angenommen wird, ne? Ich glaube, wir müssen da nochmal rein und nochmal gucken. Ja, 120 stehen da schon. Haben sie jetzt auch gerade abgeholt. Das ist die Frage. Okay. Kann man da ein bisschen sehen, wo die herkommen alle? Die kommen alle von hier. Ist da noch eine Bushaltestelle irgendwo? Auf jeden Fall stehen da jetzt schon 83. Ist die Frage, wann er kommt? Na, er fährt schon in die Richtung. Ich glaube, wir erhöhen doch auf zwei Fahrzeuge hier. Fahrzeuganzahl 2, weil ist schon fast voll, ne? Ist vielleicht nicht verkehrt, da zwei Fahrzeuge doch drauf zu haben. Wird gut angenommen, die Haltestelle. Gut, dann haben wir das auch. Können wir erstmal weglassen, denke ich, oder? Ja, wie man sieht, jetzt ist hier schon, ne? Er wartet, bis er dran ist, oder wie ist es? Dass das Fahrzeug hier noch nicht fährt. Jetzt fährt's. 22 Leute drin. Und wie wir sehen, kommen schon reichlich hier hinzu. Der eine hat gerade 21 abgeholt. Also die eine Richtung ist es nicht, aber die andere Richtung so, wie es aussieht. Obwohl, oh, hat schon mehr wie eben. Die 21 waren eben und da sind jetzt schon 28 am Stehen. 27, mehr werden es gerade nicht. Unten stehen auf jeden Fall schon wieder über 100. Und die 110 fahren schon wieder weg. Jetzt gucken wir mal. Oh, rasseln schon wieder reichlich rein. Also das ist schon krass, oder? Warum fährt denn der jetzt erst los? Hat bestimmt mit der Taktung zu tun, die wir nicht kennen. Okay, 27 hat der andere geholt. 110 und 27 sind die Werte gerade. Rum passiert jetzt nicht so viel. Ist gerade kein Bus gekommen zum Umsteigen oder so wahrscheinlich, ne? Ah, jetzt rasselt es da oben wieder hoch. 27, 110. 98 anstatt 110. Und was machen die 27? Die sind jetzt 26. Geht aber. Ja, 26 sind da jetzt drin.
Okay, das läuft erstmal. Das können wir, glaube ich, abhaken. Wir haben genug Platz, denke ich mal noch. Reserven. Kann noch ein bisschen fahren, ne? Gut. Zoomen wir wieder raus. Was haben die denn hier so für Probleme? Kranke Bürger. Gebäude leert sich. Kranke Bürger. Hier muss es wohl ein Arzt fehlen. An einem Arzt muss es hier fehlen. Der aber doch hier nebenan ist. Ist eine Arztpraxis zu wenig dann? Oder wie ist das? Könnten noch hier eine hinbauen. Machen wir mal. Weil wir so nett sind. Über den Fußweg können die da alle hin. Notfalls können sie auch mit dem Auto fahren. Gut. Jo, dann würde ich sagen, haben wir wieder ein Stückchen was besser gemacht. Nächstes Mal müssen wir mal schauen, ob wir dann hier unten noch weiterbauen. Dass wir hier noch mehr Wohnfläche hinkriegen. Ein bisschen Kommerz fehlt ja jetzt auch noch, aber dass wir das erweitern. Das kriegen wir, denke ich mal, schon hin, oder? Das müsste ja gehen. Jetzt, wie weit ist es denn hier unten? Sind wir denn da eigentlich schon ans Erdöl noch gekommen? Ja, ganz knapp. Wir müssten da noch eine Kachel kaufen können, ne? Sieht es mit den Meilensteinen aus, aber ist nicht mehr weit weg. Und dann gibt es auch eine Kachel. Jetzt können wir ja keine mehr kaufen, ne? Nein. Gut. Und dann würde ich auch das Erdölgebiet hier als nächstes haben wollen, obwohl hier auch noch eine Kachel hin soll. Müssen wir dann gucken, wie viel haben wir denn überhaupt an Kacheln? Das ist die Frage, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hätten wir dann vielleicht. Ja, mal gucken, wie wir es machen, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal dann, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.